Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Auf dem Weg dahin findet ihr in der Videobeschreibung die Website von Paul. Das ist nämlich der ziemlich geile Typ, der diese neuen Thumbnails erstellt hat für die erste, zweite und dritte Liga. Beim DFB-Pokal wird das dann auch so sein. Freut mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr euch für sowas interessiert, schaut auf jeden Fall bei ihm auf der Website vorbei. Ansonsten schauen wir jetzt auf die Spiele, auf die Tabelle und dann kann es eigentlich losgehen. Freitagabend Nürnberg gegen Heidenheim und Sandhausen gegen Darmstadt. Samstag dann Bielefeld gegen Fürth, Dresden gegen St. Pauli, Wien, Wiesbaden gegen Regensburg. Am Sonntag dann noch der Hamburger SV gegen Hannover 96, Kiel gegen Aue, Osnabrück gegen Karlsruhe. Und am Montag zum Abschluss der VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Ein Blick auf die Tabelle. Erster ist der Hamburger Sportverein, dahinter kommt Arminia Bielefeld. Stuttgart ist Dritter, Vierter der SV Sandhausen, Fünfter Erzgebirge Aue. Sechster Platz Greuther Fürth, Siebter ist der VfL Osnabrück. Achter Karlsruhe, Neunter Nürnberg. Die zweite Tabellenhälfte führt Hannover 96 an. Es folgen Darmstadt, Heidenheim und Regensburg. 14. St. Pauli, 15. Dynamo Dresden, Holstein Kiel auf Platz 16, 17. der VfL Bochum. Und ebenfalls wie Bochum noch ohne einen Sieg der SV Wien Wiesbaden. Ansonsten auch in den Kommentaren nochmal abstimmen für die nächste Folge. Wir machen das jetzt erstmal getrennt, schauen wie das so ankommt. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Spiel Nürnberg gegen Heidenheim. Viel Spaß! Der erste FC Nürnberg ist durchwachsen in die Saison gestartet. Zwei Siege, zwei Niederlagen, das zweite Heimspiel in Folge wollte man jetzt gegen die Elf von Frank Schmidt natürlich erfolgreich gestalten. Heidenheim hat einmal bislang gewonnen. Die können aber durchaus zufrieden sein mit dem Verlauf, auch wenn sie gegen Sandhausen nicht mit der Niederlage zuletzt gerechnet hatten. 14. Spielminute, die erste Chance gehörte den Kloberern, aber auch Heidenheim spielte durchaus nach vorne mit. Etwas über eine Viertelstunde gespielt. Griesbeck hier und dann Beermann mit diesem extrem weiten Schlag. Der wird verlängert von Schimmer und Marc Schnatterer hat die perfekte Schusstechnik, um den zu versenken. Erste Torchance für die Gäste und dann so ein fieser Aufsetzer. Da ist für Martinja nichts zu machen. Der ist optimal getroffen und somit die Führung für die Gäste. Doch der Club ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. 32. Minute, nächste Möglichkeit. Kevin Müller im Kasten, der Heidenheimer. Gut aufgelegt. Und somit weiterhin noch kein Treffer für den ersten FC Nürnberg. Vom Seitenwechsel aber nochmal die Gäste. Griesbeck mit diesem starken Ball in die Schnittstelle. Robert Leipertz zieht dann aus Spitzenwinkel drauf. Martinja kann ihn parieren. Und verhindert somit Schlimmeres. Aus dem Eckstoß anschließend resultierte nichts. Dann war auch erstmal Pause. Nürnberg lief diesem Rückstand hinterher und man wollte im dritten Heimspiel die zweite Pleite vermeiden, sodass der zweite Durchgang noch deutlich zielstrebiger wurde. Kerk zunächst mit dem Schuss in der 55. Minute. Griesbeck passt aber auf, sodass Müller keine Probleme hat, den zu parieren. Doch der Druck wurde weiter erhöht. Jetzt eine knappe Stunde gespielt und Heidenheim kriegt den Ball da hinten nicht bereinigt. Das ist Kerk mit der Vorlage und Michael Frey in der 60. Minute dann mit dem Ausgleich. Sein erstes Saisontor-Neuzugang in diesem Sommer gekommen. Den trifft er ganz gut, ist nicht unbedingt platziert, aber wuchtig. Und Müller kann nicht mehr reagieren. Die Klubberer wollten jetzt mehr, aber es kam meistens nur selten was gefährlich vor die Hütte von Müller. Jetzt mal eine Standardsituation von der rechten Seite. Auf den ersten Pfosten getreten und da ist wieder frei. Und Manon Busch, der es dann klären kann. Doch die 100%ige Durchschlagskraft fehlte. Es blieb beim 1:1. Der 1. FC Nürnberg fährt das erste Remis ein. Mit dem können die Gäste aber sicherlich besser leben. Dynamo Dresden und der FC St. Pauli. Beide Teams sehr schwer in diese Saison gestartet. Für den FC St. Pauli gab es zuletzt den ersten Sieg
Am Montagabend gegen Kiel, gegen Dynamo Dresden. Hier spielten sie zunächst nicht schlecht auf. Buchtmann zu Diamantakos und in der 11. Minute führten dann die Gäste nicht unverdient. Zweites Saisontor für Dimitrios Diamantakos. Und Dynamo Dresden wieder im Hintertreffen. Zuletzt war es ein torloses Remis beim SV Darmstadt 98. Doch die Gastgeber wurden jetzt besser. Nicolau zumindest mit der ersten Torannäherung, auch wenn es hier alles andere als gefährlich wurde. Sie setzten sich am Strafraum fest. Dann nahm er sich eben mal ein Herz, wobei viel Wucht nicht dahinter steckte. Der FC St. Pauli, wie gegen Kiel, schon immer über Gegenstöße gefährlich. Kevin Lenkfort hat da ziemlich viel Platz, läuft auch allen davon. Dann zieht er in den Strafraum. Mats Möller-Deli kann den Ball annehmen, dreht sich dann, aber im letzten Entschluss fehlt dann die genaue Präzision. So dass Dresden vorm Seitenwechsel nochmal kam. Nicolau gewinnt dort den Ball. Steckt einmal durch und das Janis Burnic. Und in der 44. Minute dann der Ausgleich. War mittlerweile auch verdient. Eine ausgeglichene Partie. Und jetzt hatte sie auf beiden Seiten jeweils einen Treffer gesehen. Und somit Spannung für die zweiten 45 Minuten garantiert. Jetzt die Gäste wieder etwas auffälliger. Mats Möller-Deli, da wird er nicht vom Ball getrennt. Der ist ballsicher, steckt er durch zu Buchtmann. Und Broll muss sich mal auszeichnen. Starke Parade hier. Buchtmann, der auch noch seinen Platz im System von Jos Luhukay sucht. Alles andere als ein gesetzter Stammspieler. Jetzt Miyaichi mit viel Platz. Lenkfort und Mats Möller-Deli im Zusammenspiel. Wieder Lenkfort, dann Waldemar Sobotta ans Aluminium. Die zweite Hälfte ging hier erstmal klar an die Braun-Weißen. Aber es war noch kein Treffer möglich. Zumindest wurde er noch nicht erzielt. Möglich sicherlich schon. Jetzt aber Dresden in der Schlussphase nochmal. Patrick Ebert aus spitzen Winkel, aber der ist dann eben zu spitz. Muss er vielleicht in die Mitte legen, aber das war im Rückwärtslaufen auch nicht wirklich einfach. Somit nicht der Führungstreffer für Dresden. Eine letzte Aktion noch in dieser Partie und sie gehörte dem FC St. Pauli. Mats Möller-Deli zu Christopher Buchtmann. Der zielt aber nicht genau genug in der 89. Spielminute. Und somit bleibt es beim 1:1. Die erste Hälfte war ausgeglichen, am zweiten der Gast aus Hamburg etwas besser. Aber unter dem Strich geht das schon in Ordnung. Der Hamburger SV gegen Hannover 96. Wo ja die Gastgeber sehr gut in die Saison gestartet sind, stehen an Tabellenplatz 1. Hannover ist aktuell noch unzufrieden. Hier mussten sie früh den Rückstand hinnehmen. Vierte Spielminute, Lukas Hinterseher, drittes Saisontor. Hat sich mittlerweile richtig gut eingefunden. Keine Chance für Ron-Robert Zieler und die Niedersachsen müssen wirklich aufpassen, nicht mit einem Fehlstart reinzukommen. Da steht ein Sieg nach vier Spielen. Und hier sah es nicht besser aus. 15. Minute. Wieder Lukas Hinterseher. Nach einem Eckstoß kommt er da aus Spitzenwinkel an den Ball. Versucht es dann artistisch. Aber das ist dann nahezu unmöglich, den gefährlich aufs Tor zu bringen. Nun auch die Gäste mit Marvin Bakalorz auf der linken Außenbahn. Jamra kommt erst dazwischen. Bakalorz macht ihn aber nochmal scharf. Van Drongelen steht in der Mitte. Dann der Abschluss von Duxch abgefälscht. Wieder Van Drongelen entschärft es. Heuer Fernandes schmeißt sich ohne Probleme auf den Ball. Vor dem Seitenwechsel nochmal der Hamburger SV. Zieler hier mit Problemen. Kittel zu Adrian Fein, der gegen Meiner nicht durchkommt. Kittel liegt nochmal raus zu Naray, der zu Hinterseher. Abgefälschter Schuss. Ron-Robert Zieler muss ganz genau aufpassen. Das war nicht einfach. Den lenkt er dann über die Latte
Die Ecke dann ohne Erfolg. Nun war erstmal Pause. Der frühe Führungstreffer für den HSV stellte auch die verdiente Halbzeitführung für die Gastgeber dar. Hier setzt er sich gut durch mit dem Ball am Fuß. Dann über die rechte Außenbahn unterwegs. Jairo Samperio sieht in der Mitte Khaled Naray. Ganz starke Aktion, aber Ron-Robert Zielers aufmerksam. Hannover vielleicht über Standards soll es dann klappen. Linden Maina legt sich den Ball zurecht, spielt ihn zurück, nicht schlecht. Szene noch nicht geklärt. Jannis Horn aus der zweiten Reihe in der 64. Spielminute, aber der ging dann doch recht deutlich am Kasten vorbei. Der HSV zu Hause häufig noch nicht mit dem entscheidenden Treffer. Gegen Bochum, gegen Darmstadt zitterten sie jeweils. Jetzt machten sie hier den zweiten. 68. Minute, sie legen nach. Und für Hannover hieß es jetzt ganz schnell anschließen, aber daraus wurde zunächst nichts. Sie kamen relativ spät nochmal nach vorne. Edgar Prip, Muslia, Edgar Prip, Van Drongelen ist dazwischen. Und mit dieser Aktion war dann auch die letzte Gefahr entschärft. Der Hamburger SV spielt ganz souverän im Stile einer Spitzenmannschaft. Das kann man aktuell über den Hamburger SV sagen. Und somit schlagen sie hochverdient Hannover 96 mit 2:0. Der VfB Stuttgart empfing zum Abschluss des fünften Spieltags den VfL Bochum. Die Schwaben haben zu Hause eine makellose Weste, dort stehen zwei Siege. Auswärts hingegen konnte man bislang nur zweimal Remis spielen. Der VfL Bochum steht vor größeren Problemen, 2 Punkte nach 4 Spielen. Robin Dutt hat sich quasi selbst entlassen. Nun wurden sie unter der Woche von Heiko Butscher auf diese Partie hier mit einigen Kollegen vorbereitet. Die erste Halbmöglichkeit ergab sich hier nach einer Flanke von der rechten Seite, die Lorenz dann mehr oder weniger gefährlich macht, weil er hier den Ball auf die Hüfte bekommt. Wurde dann aber nicht wirklich brenzlig. Der VfL Bochum steht in der Defensive hier extrem sicher und lässt kaum was zu. Der VfB Stuttgart nahezu am Verzweifeln. Jetzt mal eine der wenigen Möglichkeiten. Aber da hat Riemann gar keine Probleme mit, diesen Schuss zu entschärfen. Viel zu zentral getreten von Al-Ghadoui. 45 Minuten pure Enttäuschung beim VfL Bochum, ging nach vorne überhaupt nichts. Die wären hier mit dem 0:0 sicherlich zufrieden. Für den VfB Stuttgart ist das den Ansprüchen entsprechend eigentlich zu wenig. Jetzt Karazor mit der Flanke. Clement zu Castro. Und Lorenz, der sich reinschmeißt. Hier vieles investiert. Und den Ball dann mit dem Rücken irgendwie entschärft. 64. Minute. Mal eine Standardsituation für den VfL Bochum. Sebastian Mayer dreht den rein. Lorenz mit dem Kopfball und Stenzel, der auf der Linie klären muss. Man muss nicht sagen, wie unverdient das gewesen wäre. Jetzt aber der VfL, der sich mal ein bisschen festsetzen konnte. Wieder so eine Aktion nach einer Ecke auf der Linie geklärt. Stuttgart mit Problem. Danilo zu Bella Kotschab, Jean Voulin. Und dann der Kopfball aufs Tor. Natürlich nicht gefährlich. Der VfB tat sich das komplette Spiel lang sehr, sehr schwer. Und dann nochmal sinnbildlich so eine Flanke. Mehr wurde es nichts. Der VfB Stuttgart war gegen den VfL Bochum, der extrem tief stand, teilweise in der Offensive überfordert. So nehmen sie nun einen Punkt mit.
Dann schauen wir nochmal auf alle Ergebnisse. Nürnberg gegen Heidenheim 1:1, Sandhausen gegen Darmstadt 1:2, Bielefeld gewinnt 2:0 gegen Greuther Fürth, Dresden und St. Pauli trennen sich 1:1, Wien-Wiesbaden gegen Regensburg 1:2, der HSV gewinnt 2:0 gegen Hannover, Holstein-Kiel gewinnt 2:1 gegen Erzgebirge Aue, der VfL Osnabrück 2:2 gegen den KSC und zum Abschluss der VfB Stuttgart gegen Bochum 0:0. Dann werfen wir zu allerletzt noch einen Blick auf die Tabelle. Am goldenen Punkt steht noch der Hamburger SV, dahinter Bielefeld, 3. Stuttgart, 4. Darmstadt, 5. Osnabrück, 6. der SV Sandhausen, 7. Karlsruhe, 8. Aue, 9. Regensburg, 10. dann Holstein Kiel, 11. Fürth, 12. der 1. FC Nürnberg, 13. Hannover 96, 14. Heidenheim, St. Pauli 15., 16. Dynamo Dresden, Bochum ist 17. und der 18. ist weiterhin SV Wien Wiesbaden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Morgen folgt noch die 3. Liga, checkt auch die Seite vom lieben Paul aus in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.